Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Apollo Justice Ace Attorney. Im letzten Part ging die Gerichtsverhandlung gegen Machi Tobai weiter und wir haben jetzt quasi zum ersten Mal irgendwie zwei Zeugen auf einmal hier im Zeugenstand, aber eigentlich ist es immer noch nur Machi und Lamoureux ist als Dolmetscherin dann an seiner Seite. Und jetzt will er uns etwas erzählen, der Machi mit Lamoureux gemeinsam, über einen Beweis, warum er es nicht gewesen sein kann. Hätte er auch schon mal früher zeigen können, aber ich bin gespannt, was für einer sein wird. Er sagt, die Nachricht von Herrn de Thouzes Tod sei ein schwerer Schock gewesen. Aber wenn der Mord tatsächlich dem Text meines Songs nachempfunden war, kann ich, also er, es nicht getan haben. Er sagt, da der Text in ihrer Sprache ist, verstehe er ihn nicht. Das ist natürlich schon ein Argument, das stimmt. Verstehe. Er hätte den Text in unserer Sprache nicht verstehen können. Und deshalb hätte er sich auch gar nicht so genau an ihn halten können. Ich wüsste gerne, was er mit Beweis meinte. Er hätte doch bloß Lamoureux bitten müssen, ihm den Inhalt zu erklären. Ja, das stimmt schon. Lamoureux, haben Sie ihm jemals die Bedeutung des Textes erklärt? Ich habe ihm grob erklärt, worum es in dem Song geht, aber nicht besonders genau. Und er hat auch nie nachgefragt. Kann sich die Stirn noch an meine warnenden Worte erinnern? Vielleicht schützt Lamoureux den Zeugen. Naja, wie dem auch sei, setzen wir das Kreuzverhör fort. Herr Justice, wenn Sie so freundlich wären. Ja, euer Ehren. Irgendwas ist in der Aussage versteckt, das weiß ich. Ich verlasse mich einfach darauf, dass mein Armband es mir verrät. Jetzt schon? Gestern hat es funktioniert, dann wird es heute auch klappen. Muss ich es jetzt schon benutzen am Anfang direkt? Oder wie? Mal gucken. Ja, anscheinend schon. Okay. Aber ich werde mal trotzdem wieder angreifen zuerst. Er sagt, die Nachricht von Herrn de Thouzes Tod sei ein schwerer Schock gewesen. Moment mal! Waren Machi und Herr de Thouze eng befreundet? Ja, nachdem wir auf unserer Welttournee so viel Zeit zusammen verbracht hatten. Einspruch! Lamoureux, das ist Machis Kreuzverhör, nicht ihres. Aber ich weiß die Antwort. Wir sind hier vor Gericht. Da gibt es bestimmte Regeln, die es zu befolgen gilt. Ich verstehe. Wenn Staatsanwalt Gavin ernst macht, macht er aber immer gleich richtig ernst. Machi sagt, er sei sehr gut mit Herrn de Thouze befreundet gewesen. Herr de Thouze war immer ein Gentleman, er war nie unfreundlich. Wir haben uns ziemlich gut verstanden. Niemals hätte ich mir träumen lassen, dass so etwas passieren könnte. Okay. Aber wenn der Mord tatsächlich dem Text meines Songs nachempfunden war... Moment mal! Die Gitarrenserenade, korrekt? Ja, der Mord folgte dem Songtext. Der gestohlene Schlüssel, die verbrannte Gitarre und die Kugel. Deshalb kann ich es nicht gewesen sein. Ja. Kann ich, also er, es nicht getan haben, genau. Moment mal, haben wir gerade eben schon gehört. Und mit kann es nicht getan haben, meinst du? Ganz einfach. Machi kann unmöglich all die Dinge getan haben, die an dem Tag passiert sind. Und zwar, weil alles ganz genau dem Songtext nachempfunden war. Er sagt, da der Text in ihrer Sprache ist, verstehe er ihn nicht. Moment mal. War es nicht schwierig für ihn, den Song zu spielen, ohne den Text zu kennen? Er wusste, welche Atmosphäre der Song vermitteln sollte. Das hat zum Spielen gereicht. Ich habe ihm gesagt, es sei ein Song über eine verliebte Gitarre. Aber eigentlich ist es nicht die Gitarre, die verliebt ist. Oh, vielleicht habe ich das falsch verstanden. Ja, es gibt ja verschiedene Interpretationen immer. Ah, nein, eigentlich nicht. Ihre Interpretation hat durchaus ihre Gültigkeit, genau. Okay. Nein, es ist mein Fehler. Ich bin zu sehr daran gewöhnt, auf Borginisch zu singen. Das ist wesentlich leichter, als zu versuchen, diese fremden Texte zu verstehen. Jawohl, ich wusste doch, dass er unschuldig ist. Das glaube ich auch, Tusi. Ich glaube... Was ist los, Apollo? Hast du Bauchschmerzen oder so? Irgendwas ist in der Aussage versteckt. Okay, das kennen wir schon. So. Dann gucken wir gleich mal. So, das war ein schwerer Schock. Ja, wenn das nicht gewesen ist, glaube ich das. Kann das nicht gewesen sein? Er versteht ihn nicht. Das war schon der letzte Moment, sorry. Ich denke mal, bei der letzten will ich das Armband präsentieren. Oder halt damit herausfinden, ob da irgendwas ist. Ja, die Frage ist jetzt, muss ich auf Machi gucken oder auf Lamoureux? Schon auf Machi, oder? Denke ich mal. Na, wir überprüfen das gleich mal. So. Ja, ich meine, es ist natürlich schon so, dass es Lamoureux sagt. Aber da guckt er komisch. In ihrer Sprache.
Okay, ist auch zum ersten Mal übrigens, dass wir seine Augen sehen können. Okay, aber dann habe ich schon herausgefunden. So, nochmal. So, warte kurz. Er sagt... Da, der Text. Und... Jetzt. Yep. Ertappt! In ihrer Sprache. Machi. Du kannst mich nicht täuschen. In dem Moment, in dem Lamerua das Wort Sprache sagte, hast du weggesehen. Warum? Und machen Sie sich nicht die Mühe, das zu übersetzen. Er versteht mich. Kann er doch unsere Sprache verstehen? Machi, sag die Wahrheit. Du kannst unsere Sprache verstehen. Oder, und du kennst unsere Sprache. Ja, kannst, pass schon, kannst. Unsere Sprache, nicht wahr? Was reden Sie da? Das kann er natürlich nicht. Muss er dieses Versteckspiel wirklich weiter aufrechterhalten? Herr Justice, Machi sagt Folgendes. Ich kenne das Wort Sprache. Hä? Bevor wir hierher gekommen sind, hörte er, wie ich ihre Sprache gesprochen habe. Er kennt die Bedeutung des Wortes Sprache, das ist alles. Was? Das ist nicht Ihr Ernst. Ist es so ungewöhnlich, das Wort zu kennen? Haben Sie nicht zum Beispiel schon einmal das Wort Lingua gehört? Also ja, aber ja. Es tut mir ja leid, aber er versteht Ihre Sprache wirklich nicht. Also ich glaube eigentlich auch, dass er nicht unsere Sprache versteht. Weil das wäre schon sehr komisch, weil alleine schon diese Blindheitsgeschichte ist ja schon etwas sehr Großes. Und dass dann er auch zusätzlich noch unsere Sprache in Wahrheit schon versteht, glaube ich eigentlich nicht, weil das wäre ja auch derselbe Twist nochmal wie bei Lamerua. Weil ihr dachten wir das ja zuerst auch. Und ich glaube eigentlich nicht, dass sie nochmal denselben Twist zweimal machen würden. Also auch bei ihm. Dann erklären Sie mir etwas. Woher weiß er, dass der Mord dem Text folgte? Waren Sie schon immer so misstrauisch? Das ist einfach. So einfach, dass man es eigentlich nicht zu erklären braucht. Er hat es in der Zeitung gelesen. In der Zeitung? Die Borginische Tagespost. Die gibt es heutzutage auch hier zu kaufen. Ah. Okay, ich weiß, was los ist. Über diesen Fall wird auch in unserer Heimat berichtet. Ich hatte recht. Was haben Sie, Herr Justice? Ihre Augen, da ist plötzlich so ein Funkeln. Machi lügt. Vielleicht ist das jetzt der Zeitpunkt, Ihnen Beweise vorzulegen, dass er lügt. Genau, denn wir haben die Zeitung, ja. Und da wurde ja extra, das steht ja hier auch, genau. Der Text von Lamerua's Ballade wurde nicht erwähnt. Ja, das steht da extra dabei. Also wie konnte er es dann wissen? Nimm das! Ich habe hier eine borginische Zeitung. Und es stimmt, da ist ein Artikel über diesen Fall. Kannst du mir das bitte einmal vorlesen, Machi? Ganz recht. Der Songtext wird gar nicht erwähnt. Was? Was soll das? Tut mir leid, Machi. Aus der borginischen Zeitung hättest du nicht von dem Text erfahren können. Okay. Was soll das heißen? Ah, aber wie kann das möglich sein? Er kann es ja noch irgendwo anders her erfahren haben. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass er unsere Sprache versteht. Das wäre komisch. Ah, ich weiß. Er muss während des Polizeiverhörs von dem Text gehört haben. Ja. Das kann nicht sein. Der Text wurde während des Verhörs nicht erwähnt. Ich habe den Bericht selbst gelesen. Wenn der Text also weder in der Zeitung noch beim Verhör vorkam, dann kannst du davon nur in diesem Gerichtssaal erfahren haben. Also in unserer Sprache. Die Zeugin möge das erklären. Der Zeuge. Machi sagt, er sagt... Ja? Es stimmt, ich habe die Zeitung gelesen. Aber da habe ich nicht von dem Text erfahren. Ich habe mich geirrt. Jetzt erinnere ich mich. Du erinnerst dich? Plötzlich wieder? Er sagt, ich hätte ihm von dem Text erzählt. Was? Aber hat sie doch davor anders gesagt. Stimmt das, Lamerua? Ja, ich fürchte, ich hatte das auch wieder vergessen. Ernsthaft jetzt? Dann sieht es wohl so aus, dass Stirny schon wieder vor einige Schlüsse zieht. Sieht so aus, ja. Nein, nein. Da ist was, ich weiß es. Diese Chance darf ich nicht ungenutzt lassen. Wir haben heute nicht so viel Zeit. Sind Sie fertig mit dem Kreuzverhör, Justice? Was hast du jetzt vor, Apollo? Wenn ich mit dem Kreuzverhör weitermachen will, sollte ich einen Angriffspunkt haben. Sonst... Mein Armband reagiert immer noch. Euer Ehren, bitte gestatten Sie mir fortzufahren.
Wenn das unbedingt sein muss, na schön. Zeuge? Ich verstehe. Okay, sehr interessant. Dann ist jetzt quasi gar nichts gebracht. Ah ne, okay. Doch, eine neue Aussage. Alles gut. So. Den Rest kennen wir. Das kennen wir ja auch schon. Ja, aber das ist jetzt neu. Ich habe ihm erzählt, dass der Mord dem Text nachempfunden war. Moment mal. Moment mal. Wie viel genau haben Sie Machi erzählt? Die Frage ist an mich gerichtet, ja? Dieses Hin- und Her-Gedolmetsche geht ganz schön auf die Nerven. Ich habe ihm erzählt, dass Herr Letus ermordet wurde und warum er verdächtigt wird. Und ich habe ihm erzählt, dass sämtliche Verbrechen jenes Tages meinem Song folgten. Haben Sie Wörter aus dem Song erwähnt, die etwas mit dem Fall zu tun haben, wie Herz? Ja, natürlich habe ich das. Er war ganz schön überrascht. Jawohl, ich wusste doch, dass er unschuldig ist. Das glaube ich auch, Tusi. Ich glaube... Was ist los, Apollo? Hast du Bauchschmerzen oder so? Okay, das kennen wir auch schon. So, jetzt ist die Frage, kann ich jetzt da einen Widerspruch zeigen oder muss ich nochmal das Armband einsetzen? Ich denke eigentlich sogar nochmal das Armband. Da hat ja auch Apollo gerade darauf hingewiesen. Und ich meine, das ist unglaubwürdig, weil sie halt sich plötzlich wieder daran erinnern können. Aber ich habe auch keinen Widerspruch oder halt keinen Beweis, der das widerlegen kann, die Aussage hier. Aber vielleicht kann ich ja nochmal was finden. So, schauen wir uns das Ganze nochmal an. Vielleicht muss ich ja jetzt bei Lamoura was finden, das könnte ja sein. Ja, aber ich gucke mir erstmal nochmal Machi an. Ich kann ja nur das Gesicht angucken. Die Hände sind ja wieder nicht zu sehen von ihm. Ich habe ihm erzählt, dass der Mord dem Text nachempfunden war. Ja, das ist gar nichts. Ich gehe mal gleich noch schnell zu ihr rüber. Ich da irgendwas sehe. So, nochmal. Also hat einfach normal gesprochen. Und da schluckt sie wieder. Ich habe ihm erzählt. Da schluckt sie. Und da spricht sie ganz normal. Okay. Ich hab's wieder. Weil ich habe ihm erzählt. Ja, weil sie nämlich selber nicht dran glaubt. Das hat sie, das mit dem, ah, ich habe mich gerade dran erinnert, hat sie einfach nur gesagt, um halt eben Machi zu schützen. Ja. Das ist aber nicht so toll. Also Lamoura sollte schon noch die Wahrheit sagen, natürlich. Und Machi aber auch. So. Ertappt! Wusstest du schon, dass unsere Körpersprache verrät, was wir denken? Und deine verrät mir, dass du gerade verunsichert warst. Soll ich das übersetzen oder nicht? ja, natürlich. Ich muss zugeben, ich finde es schwer, Sachen zu übersetzen, die keinen Sinn ergeben. Vielleicht liegst du ja falsch, Apollo. Nur so ein Gedanke. Nee, ich lieg nicht falsch. Da könntest du recht haben, Tusi. Das müssen sie eben nicht unbedingt übersetzen, Lamoura. Oh, tut mir leid, ich hab's ihm schon gesagt. Hihi. Sagt Machi. Klasse, jetzt lacht sogar schon mein Mandant über mich. Okay, ich meine, Lachen ist ja auch in jeder Sprache gleich, so ungefähr. Da war ich anscheinend auf dem Holzweg. What? Ist es falsch? Okay, aber wir haben übrigens was gelernt, das ist ganz gut. Wenn ich falsch ertappe, dann kriege ich keinen Schaden. Also ich habe noch alle meine Leben. Hä, aber what? Das war, hab ich zu früh oder zu spät gemacht? Das war's doch. Oder nicht? Oder hätte ich mir noch den Hals genauer angucken sollen? Ja, vielleicht war... Das kann... Ich mach noch 10 schnell. Okay, das zählt noch. Vielleicht war das nicht ganz zentriert richtig, weil ich ein bisschen zu weit oben war mit dem Marker hier. Das kann sein. Aber das ist es ja. Weil das Schlucken von ihr haben wir davor schon mal als Tick gesehen, was sie macht, wenn sie sich unsicher ist. Okay, jetzt passt. Genau. Okay, also das kann ich mir auch merken. Wenn wir aus diesem komischen Wirbel da im Hintergrund, der einen so hypnotisieren kann. Wenn man da rauskommt direkt, nachdem ich ertappe, dann ist es wahrscheinlich falsch. Okay, so. Aber ich habe schon richtig erkannt. Lamoura, ich verhöre gerade Machi. Warum sollte sie das verunsichern? Ich verunsichert? Ja, sie haben geschluckt. Genau in dem Moment, in dem sie dem Gericht sagten, ich habe ihm erzählt. Vor ihnen kann man aber auch wirklich nichts geheim halten. Lamoura, ist es nicht so, dass sie jemanden schützen? Auf diese Frage gibt es keine einfache Antwort. Um ehrlich zu sein, ich glaube selber nicht dran. Dann antworte ich für Sie, wenn Sie erlauben. Lamoura, Sie schützen... Hä? Ja, Machi halt. Oder... What? Jemand anderen? Nee. Hä, bin ich jetzt verwirrt? Ich meine, wen sonst sollte sie schützen? Ja, das ist so eine triviale Frage, dass ich mir jetzt unsicher bin, ob es wirklich Machi ist.
Ja. Wer sonst? Damiro A. Sie schützen Machi. Deswegen haben sie gelogen und behaupten, sie hätten erklärt, wie der Mord dem Song folgte. Oder behauptet, wie auch immer. Ich werfe ihnen nicht vor, dass sie helfen wollten, aber so geht das nicht. Das geht doch nicht. Machi, ich glaube dir, dass du es nicht warst. Ich vertraue dir. Aber du hast uns zweimal angelogen. Und jetzt lügt auch noch Lamerua deinetwegen. Wenn wir eine Chance haben wollen, dann musst du mir auch vertrauen. Deine beiden Lügen verbergen eine einfache Wahrheit. Du sprichst unsere Sprache. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Okay, oder auch doch. Gut, es ist doch so einfach. Ich dachte, es gibt noch irgendeine andere Erklärung. Aber es ist genauso wie auch bei Lamerua. Erst dachten wir, dass beide nicht unsere Sprache sprechen. Aber jetzt, dann doch beide sprechen sie. Zeuge, ist das mal? Verstehst du unsere Sprache? Ja, aber nur ein bisschen. Okay. Was? Erst kann er sehen und jetzt kann er auch noch sprechen. Richtig. Und sie? Wussten sie davon, Lamerua? Nein, wusste ich nicht. Ich bin genauso überrascht. Wirklich? Wie viele Geheimnisse der Zeuge wohl noch hat? Das hätte ich eigentlich schon erwartet, dass er Lamerua alles erzählt. Letztes. Das sein letztes. Machi, kannst du uns sagen, was wirklich passiert ist? Jetzt ist er auch alleine. Nicht schießen. Ich nicht schießen. Du warst also nicht in der Garderobe, als ich die beiden Schüsse gehört habe, richtig? Anscheinend ist diese Frage auch nicht so leicht zu beantworten. Ich gewesen in Garderobe, hinter Tisch, Manager eher auf Boden. Es war also nach den Schüssen, richtig? Dann da gewesen Stimme. Stimme? Oder Stimmen? War das ihr, Apollo, du und Emma? Als Machi in der Garderobe ging, war Herr Letous also schon tot. Und dann kamen wir an die Tür. Deckel hoch oben. Ich nehme ihn ab. Renn weg, renn weg. Okay, er hatte Angst und ist dann doch durch den Luftschacht eben geflohen. Du warst also derjenige, der durch den Luftschacht geflohen ist. Wie die Anklage schon seit Beginn des Prozesses sagt. Der Angeklagte hat zugegeben, am Tatort gewesen zu sein. Ist das vielleicht ein Geständnis? Einspruch! Nein, er hat eindeutig abgestritten, die Tat begangen zu haben. Ich nicht schießen. Manager auf Boden. Schon auf Boden. Auf das Opfer war bereits geschossen worden, das kann ich mir nur schwer vorstellen. Der Angeklagte versteht den Songtext, er war am Tatort. Das kann nur eins bedeuten, er ist der Schütze. Hat der Angeklagte irgendwas dazu zu sagen? Er sagt nichts mehr, Apollo. Dann fragen wir doch Herrn Justice. Benötigen Sie noch weitere Aussagen von diesem Zeugen? War's das? Gibt es nichts, wozu ich ihn noch befragen könnte? Halt, doch natürlich gibt's da noch was. Ja, richtig. Was ist das überhaupt für ein Kokon? Der Kokon, die Seide ist ein Heilmittel. Ein Heilmittel? Und, Machi, bist du ein Schmuggler? Er will es mir nicht sagen. Der Kokon muss etwas mit der Sache zu tun haben. Machi, bitte sag uns die Wahrheit um deinetwillen. Nein. Nicht mehr reden. Mit niemand von ihnen. Oh, tut mir voll leid. So viel zu ihrem ach so wertvollen Vertrauen, Stirni. Hey, immerhin bist du derjenige, der ihm nicht geglaubt hat. Wie auch immer. Wir scheinen uns festgefahren zu haben. Die Verteidigung und der Angeklagte sind anscheinend etwas uneins. Ich glaube kaum, dass wir noch etwas von Wert erfahren, wenn das so weitergeht. Ich sehe keine andere Möglichkeit, als den Prozess für 5 Minuten zu unterbrechen. Okay. Die Verteidigung möge sich mit dem Angeklagten einigen, damit wir fortfahren können. Okay, ist das sogar ganz nett. Weil ich habe jetzt schon erwartet, dass er gleich wieder den Schuldspruch sagen will. Okay. Apollo Justice? Fast. Das heißt Justice. Lern lieber, wie man es ausspricht, wenn du was von mir willst. Ach komm, Apollo. Bitte glauben, ich nicht schießen. Machi sagt, Herr Letous war bereits tot, als er den Raum betrat. Vielleicht war es eine Falle und er ist direkt reingetappt. Plötzlich, ich höre Revolver. Nah, sehr nah. Dann, ich höre eine Stimme. Du hast Schüsse gehört? Ja, das war. Ich höre einen Revolver, aber nur hören. Moment, du behauptest, du bist in die Garderobe gegangen? Und hast Herrn Letouses Leiche gefunden und dann hast du die Schüsse gehört? What? Wenn das wahr ist... Du warst also am Tatort, als du die Schüsse gehört hast? Und dann bist du durch den Luftschacht geflohen. Ich wissen.
Hä? Was weißt du? Ich wissen, wenn ich Schacht öffnen. Ich kann gehen von Bühne und Back, Backstage. Die Luftschächte führen also von der Bühne in den Backstage-Bereich. Will er das sagen? Hey, was er sagt stimmt. Guck mal, Apollo. Hm, ja. Okay. Aber woher wusstest du, dass es diese Verbindungen gibt? Warte, ich wette, sein Vater war der Architekt, der die Konzerthalle entworfen hat. Ich das hören. Von Zauberer. Zauberer? Oh. Guck mich nicht so an. Ein Zauberer, hm? Ja. Tja, immerhin wissen wir eine Sache mit Sicherheit. Machi hat Herrn Letus nicht erschossen. Ja, aber was bringt uns das? Sollen wir sagen, dass er in den Raum ging, die Leiche sah und dann die Schüsse hörte? Damit haben wir vor Gericht bestimmt verdammt gute Karten. Apollo, du bist sein Anwalt. Du hast ihm zu glauben. Sogar seine Lügen. Zumindest hat mir Paps das immer erzählt. Tun wir einfach so, als hättest du dich verhört. Jedes Mal. Und was machen wir jetzt? Bist du sicher, dass du nicht aussagen willst, Machi? Ich nicht reden, nein. Hm, war ein Versuch wert. Jener Kokon. Ich kann nicht zurück nach Hause. Nicht zurück nach Hause? Ja. Ich kann nicht zurück nach Borginien. Ich will nicht nach Hause zurück. Auf den Schmuggel eines Kokons aus Borginien steht die Todesstrafe. Richtig, die Todesstrafe. Ganz klar, er hat Angst. Also gut, ich denke, ich werde es mit einem anderen Ansatz versuchen müssen. Das ist die richtige Einstellung, Apollo. Was hast du vor? Wenn Machi nicht aussagen will, dann brauchen wir die Aussage von jemand anderem. Jemand anderem? Ich glaube, die 5 Minuten sind um. Lass uns wieder reingehen. Okay. Hm. Und zwar von wem? Holen wir jetzt schon direkt Darian oder wie? Verhandlung wird fortgesetzt. Herr Justice, ist mit dem Angeklagten alles geklärt? Ja, euer Ehren. Wir hatten ein gutes Gespräch. Hm, na schön. Dann würde also aussagen, euer Ehren, der Angeklagte wird nicht aussagen. Was? Hm. Ja, mal schade. Und ich dachte schon, jetzt würden sie den Fall noch herumreißen. Und wie ich das werde? Die Verteidigung würde den Fall gerne von einer anderen Seite beleuchten, euer Ehren. Von einer anderen Seite beleuchten? Wenn Machi nicht aussagen will, muss eben jemand anderes ran. Ich möchte gerne eine andere Zeugin in den Zeugenstand rufen. Lamerois schon wieder. Also Lamerois steht echt total im Mittelpunkt von dem Fall. Lamerois? Was haben Sie denn jetzt schon wieder vor? Wir haben doch gestern festgestellt, dass Lamerois Aussagen unbrauchbar sind. Es gibt nichts, dass Sie... Lamerois wurde gestern ins Krankenhaus eingeliefert. Ach, darüber... Was ist passiert? Sie wurde überfallen, euer Ehren. Überfallen? Jemand wollte Lamerois umbringen. Glücklicherweise konnte sie entkommen. Was? Das wusste er nicht. Davon habe ich nichts gehört. Sehr schön. Staatsanwalt Gavin. Warum sollte jemand Lamerois umbringen wollen? Fällt Ihnen da irgendein Grund ein? Ja, also, denken Sie daran, als was man sie bei uns kennt. Eine Sängerin, ausländischer Herkunft, die unsere Sprache nicht spricht, stimmt's? Trotzdem wollte jemand dafür sorgen, dass sie ihren Mund hält. Wer könnte das gewesen sein? Sie glauben doch nicht. Doch, dieselbe Person, die Herrn Letus erschossen hat. Der Mörder hatte Angst vor ihr, vor dem, was sie aussagen könnte. Die Verteidigung geht davon aus, dass sie in ihrer gestrigen Aussage ein Hinweis lag. Oder in ihrer. Etwas, von dem der Mörder nicht möchte, dass es ans Tageslicht kommt. Gehe ich also recht in der Annahme, dass sie uns Folgendes weismachen wollen? Nämlich, dass in Lamerois Aussage ein Körnchen Wahrheit verborgen ist? Ein Körnchen, das wir noch finden müssen? Exakt. wenn Lamerois angegriffen wurde, ist das wirklich sehr bedenklich. Na schön. In ihrer gestrigen Aussage gab es einige vage Anhaltspunkte. Vielleicht haben wir uns nicht genau genug damit befasst. Das Gericht gestattet Lamerois erneut auszusagen. Okay. Lamerois, ich bitte um Entschuldigung. Wir müssen sie erneut in den Zeugenstand bitten. Ja, sie war ja gerade eben erst im Zeugenstand und bei der gestrigen Verhandlung ja auch. Also sie ist wirklich hier ständig im Mittelpunkt, wie gesagt. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Ich weiß, dass Machi unschuldig ist. Und ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um das Gericht davon zu überzeugen. Gehen wir noch einmal ihre Aussage von gestern durch. Sie sagten, sie hörten durch das Fenster 2 Schüsse und die Stimme des Schützen. Und dass die Stimme von die von Darian crashend war, richtig? Das ist richtig.
Wobei ich allerdings bewiesen habe, dass das nicht stimmen kann. Sie hätte nichts davon hören können. Das kleine Fenster am Tatort war geschlossen und, wie wir herausfanden, schalldicht. Haben Sie dazu etwas zu sagen, Herr Justice? Ich weiß, dass da etwas ist. Ich weiß nur nicht was. Es gibt anscheinend eine Menge, von dem Sie nichts wissen. Und trotzdem habe ich die Pflicht, mir alles bis zum Ende anzuhören. Wäre die Zeugin so freundlich, noch einmal vor Gericht auszusagen? Natürlich, Euer Ehren. Okay. Was ich gehört habe. So. Aber auch das werden wir uns erst beim nächsten Mal anhören, denn ich würde erstmal sagen, Leute, das war's hier für diesen Part von Let's Play Apollo Justice Ace Attorney. Beim nächsten Mal geht's schon wieder mit der Aussage von Lamura weiter, aber diesmal ohne Machi. Und mal gucken, was sie uns jetzt da so alles zu erzählen hat zu dem anderen Fall quasi, wo sie angegriffen wurde. Da haben wir ja auch schon eigentlich ein bisschen was gehört, als wir mit ihr im Krankenhaus gesprochen haben, aber halt nicht so wirklich detailreich. Wir wissen, dass die Person anscheinend recht groß war, die sie angegriffen hat, aber sie hat sie natürlich nicht sehen können, aber auch nicht hören können. Und deswegen mal gucken, ob wir beim nächsten Mal herausfinden können, wer das dann war. Vielleicht eben Darian. Wahrscheinlich Darian. Mal gucken. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.